Grüß dich, ich bin der Leo, Physiotherapeut aus Milan. Und heute werden wir über Knieschmerzen reden, und zwar im Bereich von der Kniescheibe selber. Das heißt, ein Wien drunter, ein Wien drüber, auf der Innenseite, auf der Außenseite, jedenfalls im Bereich der vorne. Oft sind Schmerzen im Bereich von der Kniescheibe verursacht von einem zu kurzen Quadrizeps. Der Quadrizeps ist ein Muskel, der die ganze Vorderseite vom Oberschenkel abdeckt. Zwar geht eben der Quadrizeps vom Becken ein, über der Kniescheibe und setzt sich nach unten am Schienbein eben fest. Das hat zur Folge, dass in dem Moment, wo wir das Knie bewegen, abbiegen oder strecken, entsteht eine Reibung zwischen der Kniescheibe und dem Oberschenkelknochen. Logischerweise, wenn die Reibung zu stark wird, dann verletzt es die Kniescheibe, beziehungsweise wird eben auch, hat man auch Knorpelabnutzung. Das kann eben zu Schmerzen im Bereich von der Kniescheibe eben führen. Zudem hat der Quadrizeps mit zwei Bandeln eine Verbindung zu den Menisken auf der Vorderseite. Und das hat eben die Funktion, dass in dem Moment, wo wir das Knie ausstrecken, werden die Menisken vom Quadrizeps nach vorne gezogen, und wenn aber das Knie angebogen wird, müssen die Menisken wieder frei sein, nach hinten zurück zu gleiten. Wenn aber jetzt der Quadrizeps zu kurz ist, dann ziehe ich die Menisken alleweil nach vorne, und wenn wir das Knie abbiegen und die Menisken nicht frei sein, nach hinten zurück zu gleiten, dann können die eben eingeklemmt werden. Das ist eben der Grund, wieso Meniskusproblematiken ganz oft mit einem schlecht funktionierenden Quadrizeps eben zusammenhängen. Und klarerweise, wenn eben der Meniskus noch beteiligt ist, kann es der Innenmeniskus sein, dann wird der Schmerz unter der Kniescheibe auf der Innenseite sein, oder der Außenmeniskus, wenn er selbst betroffen ist, dann wird es unter der Kniescheibe auf der Außenseite eben wehtun. Jetzt zeige ich eine Übung, wie ihr es kennt, selber auch daheim im Quadrizeps dehnen. Die Übung geht folgendermaßen. Setzt euch auf eure Fersen, lehnt euch zurück, schaut, dass die Knie eng beieinander bleiben, so dass ihr nicht auseinandergehen, sondern da zusammenbleiben. Drückt das Becken nach vorne, und da müsst ihr eigentlich einen Zug im Bereich vom Oberschenkel spielen. Es soll nicht wehtun, aber man soll schon merken, dass der Muskel zieht. Die Übung wiederholt man zwei, dreimal am Tag und haltet sie jedes Mal mindestens 2 Minuten. Ich hoffe, dass euch das Video vielleicht weitergeholfen hat, und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr mich jederzeit kontaktieren oder eben auch auf einer kostenlosen Erstbesitte vorbeikommen.